Hallo und herzlich willkommen bei Ubi Tested. Heute steigen wir vom VW Golf 8 in ein weiteres Derivat um und aus dem Konzernregal, nämlich zu dem neuen Skoda Octavia Kombi. Das ist natürlich ein riesiger Schritt vom Hatchback ab zum Kombi. Wir schauen uns den neuen Skoda Octavia jetzt etwas genauer an. Wir schauen ihn uns von außen an, wir schauen uns die Platzverhältnisse an. Was haben wir für Platz für Kinder? Wie können wir unsere Kindersitze unter? Wir fahren den Octavia natürlich und es gibt zum Schluss eine Kaufempfehlung. Zwischendrin ziehen wir übrigens immer wieder den Vergleich zum Golf 8 und deswegen ist der auch heute mit am Start. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß, vergesst den Kanal nicht zu abonnieren, zu liken und vor allem unten zu kommentieren. Viel Spaß jetzt mit dem Skoda Octavia Kombi. Beginnen wir erst einmal von außen mit dem Skoda Octavia und wir müssen sagen, was hat sich denn groß verändert? Ganz klar, wir haben ein neues, richtig imposanten Auftritt, den Skoda hier macht. Also einen selbstbewussten Auftritt haben wir hier, den Skoda sich jetzt angedient hat. Und zwar, wir haben dynamische Scheinwerfer, die sich bis in den modernen, breiten Grill reinziehen. Wir haben hier noch schöne Dynamik reingezogen mit diesen Air Curtains. Das heißt, also die Luft strömt am Rad vorbei. Wir haben hier Voll-LED-Scheinwerfer mit Matrix-Funktion. 22 LED-Lichtmodule sorgen dafür, dass der Gegenverkehr perfekt ausgekegelt wird. Skoda hat natürlich auch hier immer noch sein sogenanntes Skoda Crystal Lighting verbaut. Das ist so ein bisschen angedacht an die Glasmanufakturen in Tschechien. Es ist auch sehr schön. Dieses Weiß steht dem Kombi ganz passabel. Ich bin jetzt kein Freund davon, aber für Vertreter ist das sicherlich erste Wahl. Von der Seite 4,69 Meter ist der Kombi mittlerweile lang. Das sind 22 mm mehr als beim Vorgänger. Der Radstand liegt bei 2,69 Meter und, um jetzt den Sprung zum Golf etwa zu schaffen, 7 cm mehr Radstand als der Golf schon bietet. Damit sieht man, dass der MQB Evo Plattformbaukasten wirklich gestreckt wurde nochmal von Skoda, um hier einfach nochmal bessere Platzverhältnisse für die bekannten tschechischen Vorzüge hervorzuholen. Ganz klar, große Glasflächen, das Dach bleibt quasi gleich, fällt kaum nach hinten hin ab. Wir haben natürlich unsere ersten Simply Clever Details, finden sich schon hier drinnen. Wir haben hier den bekannten Eiskratzer, der auch als Profilmesser dient für die Reifen. Da haben wir noch ein Profilmesser sogar mit dabei. Und ganz klar, was auch toll ist, wir haben mittlerweile den AdBlue-Tank, den wir hier haben, den können wir auch mit der LKW-Pistole an einer Tankstelle füllen. Sehr, sehr praktisch. Gerade beim Diesel, den wir hier fahren, ist das natürlich essentiell. Am Heck auch dann wieder die neue Grafik, die wir haben von Skoda mit den zweigeteilten Rückleuchten und diesem nach unten gezogenen Mundwinkeln. Ich finde immer, es hat so ein bisschen was von Angela Merkel. Ich weiß nicht warum, aber ist jetzt nicht so meins. Aber das hatten wir schon beim Skoda Kamiq, den ich auch schon als Tester jetzt erst hatte. Der hat das auch mit übernommen, auch hier Voll-LED-Technik. Finde ich sehr schön, aber wichtiger ist natürlich, was sich hinter dem Kofferraumdeckel mit dem riesigen Skoda-Schriftzug verbirgt. Und das schauen wir uns natürlich jetzt an.
wichtigster Bereich für viele Octavia-Freunde da draußen natürlich, was passt hier eigentlich in den Kofferraum des beliebten Kombis hinein. Die Laderaumabdeckung, die fährt tatsächlich in zwei Stufen mittlerweile zurück. Ist ganz praktisch. Integriert ist da auch noch ein Rollo. Was wir haben, ist hier meine Tasche als Gradmesser, wie viel Platz wir haben. Vorher schauen wir uns aber nochmal den Laderaum hier an, wenn er unbeladen ist, denn es gibt hier ein paar interessante Details. Fangen wir an mit dem doppelten Laderaumboden, den wir hier haben. Der ist sehr massiv und stabil. Den können wir auch wunderbar mit einem Zugbändchen, was hier eingelassen ist, oben fixieren, so dass er dann uns nicht auf den Kopf fällt, wenn wir was nach da unten legen. Wir können den auch eine Etage tiefer legen. Hier unten drinnen befindet sich dann ein Notrad sowie das Werkzeug bzw. der Wagenheber. So, dann machen wir das Ganze hier mal wieder zu. Fällt wunderbar runter. Dann gibt es hier ein Schienensystem optional. Das ist die Schiene. Können wir jetzt nicht mehr stufenlos hier hin und her schieben, sondern wir haben nur noch zwei Fixpunkte, an denen wir das Ganze dann wirklich einlassen können. Finde ich ein bisschen schade, hätte man doch wieder das Schienensystem reinsetzen können. Aber nichtsdestotrotz, jetzt sitzt das Ganze bombenfest. Dann unsere Tasche, wenn wir die hier hineinstellen, die verschwindet hier fast schon in dem riesigen Laderaumabteil. 640 Liter Standardvolumen haben wir hier, optional erweiterbar oder erweiterbar auf 1700 Liter. Das sind 40 Liter mehr als beim Vorgänger und 40 Liter mehr als die Limousine aktuell packt. Wir haben natürlich auch ein paar Simply Clever Sachen. Wir haben natürlich hier ein wenig Kleiderhaken. Die LED-Taschenlampe ist übrigens leider verschwunden, die wir herausnehmen können. Das ist jetzt eine fixe LED-Beleuchtung, finde ich ein bisschen schade. Dann haben wir hier natürlich die Lehnenfernentriegelung, anhand der dann die Lehnen im Verhältnis 1/3 zu 2/3 umklappen und so der Laderaum auf diese maximalen 1700 Liter erweitert wird. Um jetzt nicht in Litern zu sprechen, wir haben 109 cm Laderaumtiefe im Standardbereich, 101 cm Breite und unter der Laderaumabdeckung 45 cm Laderaumhöhe für die Eltern da draußen, also Kinderwagen plus Reisegepäck ist hier überhaupt kein Thema. Schwingen wir uns in den Fond des Skoda Octavia Kombi. Die Türe schließen wir, sodass es hier nicht zieht. Ich habe den Sitz auf meine Größe natürlich eingestellt, 1,78 groß. Etwas Körperfülle kommt noch dazu, das wie ihr alle wisst, das sieht man ja auch. Aber nichtsdestotrotz, ich sitze hier vorzüglich. Das ist wirklich typisch Skoda. Wir haben einen echt tolle Platzverhältnisse hier im Fond. Der Sitzabstand zum Vordermann ist gigantisch. Ich habe hier immer noch ungefähr eine Faust, die dahinter passt. Ich habe meine Füße, die ich leicht ausstrecken kann und unter den Vordersitz schieben kann. Ich habe genügend Kopffreiheit. Okay, eine Faust nach oben. Wir haben aber auch hier das Glas-Panoramadach verbaut. Deswegen für Leute, die öfter mit größeren Personen unterwegs sind, da sollte man sich dann vielleicht überlegen, ob man dieses Glas-Panoramadach wirklich benötigen würde. Wir haben hier noch einen Haltegriff. Wir haben Aufnahmepunkte für das Trennnetz. Wir haben hier noch einen Kleiderhaken, eine LED-Beleuchtung. Wir haben für die Kinder tatsächlich Sonnenschutzrollos, die auch gut abdunkeln. Das finde ich sehr gut. Auch zu empfehlen natürlich für euch als Familienväter da draußen. Dann haben wir hier vorne in der Sitztasche zwei einzelne Fächer. Da können wir einmal DIN A4 Sachen unterbringen und dann haben wir noch ein kleines Fach, wo das Smartphone reinpasst. Wir haben hier eine 3-Zonen-Klimaanlage. Damit können wir dann die Temperatur hier regulieren. Wir haben Sitzheizung für die Außenbereiche in 3 Stufen. Darunter die wichtige Stromversorgung für die Kinder. USB-C haben wir 2 Anschlüsse plus eine 230 Volt Steckdose optional. Würde ich euch auch wärmstens ans Herz legen. Da könnt ihr dann Laptop anschließen, da könnt ihr eure Smartphones anschließen für die Kinder. Es gibt noch clevere Clips hier für Tablet-Halterungen, sodass die Stromversorgung für die Kinder sichergestellt ist. Sitzen tue ich hier übrigens auch wirklich sehr angenehm. Die Sitzbank ist schön ausgeformt, aber auch klassisch ausgeformt für 2 Personen im Fond. Also eher ist das wirklich ein Viersitzer plus Notsitz, so wie wir es kennen. Kein wirklicher Dreisitzer hier im Fond.
Dann Kindersitze, ganz klar, mit Isofix sind die untergebracht. Die Isofix-Haken sind hier hinter einer Klappe. Die Klappe geht allerdings irgendwie nicht weit genug auf. Ich habe da so ein bisschen Angst, dass dann diese Klappe eventuell irgendwann abbrechen könnte, wenn dann der Kindersitz da drinnen ist. Ich hoffe, dass das besser abgesichert ist. Wir haben noch eine Mittelarmlehne hier natürlich mit Cupholdern und einem Stifthalter. Liegt auch einwandfrei in der Hand. Ja, also mir gefällt es hier hinten sehr gut. Jetzt eigentlich bräuchte ich gar nicht nach vorne gehen, aber natürlich ist es wichtig. Eins habe ich noch vergessen, und zwar gibt es hier noch das sogenannte Schlafpaket, wenn ihr denn mit Kindern unterwegs seid. Da gibt es eine schöne Wolldecke, da könnt ihr euch einmummeln. Die Kopfstützen holt ihr nach vorne und dann gibt es hier zwei Hörnchen und die legen wir nach draußen. Und die sind auch wirklich stabil, sodass der Kopf perfekt hier an der Seite anliegt. Würde ich euch auch wärmstens empfehlen, selbst wenn man es nicht braucht. Diese Hörnchen sieht man quasi gar nicht und sie sind einfach da, wenn sie benötigt werden für die Kinder. Hinter dem Zweispeichen-Lenkrad, die Besonderheit des Skoda Octavia, dazu kommen wir gleich, sitzt es sich auf sehr bequemen Sitzen, gut ausgeformt, bieten genügend Seitenhalt. Das Lenkrad ist natürlich in Höhe und Tiefe ausreichend weit verstellbar. Schade, hier gibt es jetzt bei den Sitzen, die hier verbaut sind, die zum Style gehören, leider keine ausziehbare Schenkelauflage, aber es gibt mittlerweile einen Ergonomiesitz für den Skoda Octavia, den ich euch empfehlen würde. Der ist dann nicht nur elektrisch verstellbar, sondern bietet tatsächlich auch die Zertifizierung nach AGR, Aktion gesunder Rücken, und hat dann auch eine ausziehbare Schenkelauflage. Schauen wir uns das ganze Interieur jetzt aber an. Jetzt mal kurz der Vergleich zum VW Golf. Der VW Golf 8 hat ja eine durchgängige Fläche, an der die Displays quasi miteinander verschmelzen sollen. Skoda hat sich dessen nicht bedient, sondern geht hier einen bewusst eigenständigen Weg. Wir haben nicht eine Licht- und Sichtinsel, sondern wir haben hier unten lediglich Taster, die dafür zuständig sind, das Licht in einen einzelnen Stufen durchzuschalten. Dann haben wir das neue Lenkrad vom Skoda, was auch kapazitiv ist, heißt berührungsempfindlich für den Travel Assist, dass wir die Hände nicht die ganze Zeit fest am Lenkrad halten müssen, sondern es reicht, wenn die Hand angelegt ist, damit er erkennt, dass die Hand da ist. Jetzt kommen wir zur Bedienung von diesem Multifunktionslenkrad. Rein optisch ist ja so ein Thema, ob man es mag oder nicht. Das dürft ihr mir jetzt mal unten in die Kommentare schreiben, ob ihr ein klassisches Dreispeichenlenkrad haben wollt oder nicht. Ich finde, es wirkt hier etwas, als ob man einfach nur abgeschnitten hat. Aufgrund dieses Teiles hätte man diesen Buckel da unten weggelassen, meine Augen, wo ja gar nichts drauf ist, dann würde es vielleicht besser ausschauen. Aber gut, das lassen wir jetzt einfach mal so stehen. Die Bedienung hat Skoda nämlich auch verändert. Wir haben jetzt hier zwei Walzen, die zum Blättern dienen und auch zum Auswählen dienen. Die einzelnen Ansichten werden hier rechts im unteren Kapitel durchgeblättert. Dann haben wir die klassischen Rundinstrumente, die ich sehr schätze und die auch besser ablesbar sind als etwa im Golf, weil die Skalierung einfacher und wirklich gleichbleibend ist. Das gefällt mir sehr, sehr gut, was Skoda hier gemacht hat. Des Weiteren können wir natürlich die Ansicht so machen, dass wir die Assistenzansicht haben. Wir können die reine Kartenansicht herholen und wir können einen beruhigten Modus uns anzeigen lassen. Wollen wir aber jetzt den Inhalt der jeweiligen Tuben, also rechts und links, individuell gestalten. Dafür ist dann tatsächlich diese Walze hier rechts zuständig. Die wird einmal gedrückt, dann leuchten zwei Pfeile auf. Die zeigen uns dann auch direkt, dass wir hier nach oben oder nach unten blättern sollen. Da können wir uns dann die entsprechenden Infos herholen. Finde ich sehr gut gemacht. Wenn wir dann die linke Hälfte haben wollen, dann drücken wir einmal drauf, dann switchen wir auf die linke Seite. Da können wir dann auch wieder mit dem Rad uns den Inhalt anzeigen lassen, den wir haben möchten vom Bordcomputer. Travel Assist und die Assistenzsysteme sind hier oben untergebracht. Auf der linken Seite die Sprachsteuerung Laura. Das ist nichts anderes als Alexa. Man hat das Ganze einfach hier umbenannt in Hallo Laura. Dann die Walze hier links ist auch dafür lediglich für die Audiobedienung, also für die Lautstärkenregulierung zum Muten oder aber tatsächlich zum lauter-leiser regulieren. Und die Lenkradheizung hat hier auch ihren Platz gefunden. Den Tempomaten, den ihr jetzt sucht, der ist tatsächlich weiter als klassischer Hebel hier hinter dem Lenkrad untergebracht. Zwei Schaltwippen sorgen dafür, dass wir das neue Doppelkupplungsgetriebe, was jetzt per Wire angesteuert wird, das heißt also direkt elektronisch angeregelt wird, hier nur noch mit dem kleinen Sticker
können wir dann auch hier manuell durchwählen. Kommen wir jetzt aber zum Hauptpunkt, dem Schirm. Optional 10 Zoll mit Columbus-Navigation oder aber auch mit Amundsen sind es dann 10 Zoll. Serienmäßig übrigens Display hier in der Mitte 8 Zoll. Und beim Skoda gibt es noch analoge Kombi-Instrumente, während der Golf ja mittlerweile nur noch digital bietet. Jetzt kommen wir hierzu. Es gibt eine Touchbar. Die Touchbar hat hier aber lediglich eine Funktion, und zwar die der Audio-Lautenstärkenregulierung oder aber des An- und Ausknopfes. Es gibt noch zwei Direktwahltasten, einmal den Home-Taster. Da können wir uns dann den Home-Bildschirm individuell einrichten mit den einzelnen Kacheln hier. Wenn man das möchte, sehr praktisch durchaus. Wir haben hier auch noch ein Direktwahlmenü, wenn es Rotter Swipe. Da haben wir direkt Zugriff auf wichtige Funktionen wie Start-Stopp-System, Audio oder aber direkt nach Hause zu navigieren, die Navigationsansagen auszumachen oder aber Klang einstellen oder eben den Verkehrsfunk zu holen und die Display-Helligkeit zu variieren. Dann im Menü haben wir natürlich die klassische Ansicht, logisch, die ganzen Kacheln, und da können wir uns dann durchblättern, wie wir wollen. Das Klimabedienteil ist auch hier weggefallen. Das haben wir jetzt auch lediglich über den Touchbildschirm. Das können wir dann hier aber sehr einfach regulieren, die Sitzheizung ebenfalls. Natürlich sind die Tasten sehr klein. Während der Fahrt ist es etwas ablenkend, dass man dann hier drauf kommt. Finde ich jetzt vielleicht auch nicht so gut, deswegen bin ich eher der Freund eines klassischen Klimabedienteils, weil man dann direkter zugreifen kann. Es wäre aber auch die Möglichkeit, per Sprachsteuerung dem Fahrzeug zu sagen, was man gerne hätte, etwa Sitzheizung Stufe 2 einschalten oder sowas. Das kann Laura dann für euch tun. Ja, was wir noch hier haben, ist jetzt eine Schalterleiste, eine physische, und genau die gefällt mir auch sehr gut, denn wir haben hier die Möglichkeit, Direktwahltasten durchzuswitchen. Und zwar können wir die Fahrzeug-Settings durchgehen, wir können den Fahrmodi einstellen, und beim Fahrmodi gibt es auch eine Besonderheit: wenn wir im Individual sind mit dem dynamischen Dämpfersystem, dann können wir uns hier nämlich nochmal den Dämpfer noch feiner über Komfort hinaus oder über Sport hinaus einstellen. Das heißt also, es gibt die vordefinierten Sport und Komfort. Und wenn wir auf Komfort sind, können wir sagen, nee, Komfort ist mir noch nicht komfortabel genug. Können wir den Regler jetzt noch weiter über Komfort hinaus ziehen, dass es noch weicher wird, oder über Sport noch straffer? Finde ich eine sehr coole Sache. Natürlich weiterhin die einzelnen Sachen, die wir sonst noch haben. Da können wir 2 bis 3 Optionen auswählen, wie wir es bis dato auch schon kennen. Gut, dann haben wir natürlich den Park Assist, der mittlerweile längs und quer einparken kann. Wir haben auch einen Querverkehrswarner. Dann haben wir den Warnblink-Taster, der ist sehr gut untergebracht. Und auch den Taster, den suche ich stets in irgendeinem Auto. Das ist nämlich der für die Zentralverriegelung, wenn das Auto sich zusperrt beim Losfahren, dass man auch wieder die Türen entriegeln kann. Ich frage mich nicht, wie oft ich in einem Auto diesen Schalter suche. Finde ich super, dass er hier in der Mitte direkt untergebracht ist. Dann direkt ins Klimamenü, dann Defrosten von Windschutzscheibe und Heckscheibe. Ist etwas weit weg für meine Begriffe, die zwei Tasten. Die hätte man vielleicht weiter herholen können. Dann die Lüftungsausströmer nach rechts aufmachen, nach links zumachen. Induktivladeschale, USB-C-Anschlüsse 2. Also vergesst nicht den USB-C-Adapter, ganz wichtig. Sonst ist Ende Gelände, kein 12-Volt-Stecker mehr. Dann in der Mittelkonsole Parkbremse, Auto-Hold und die Cup-Holder mit den cleveren Noppen für die 0,5-Liter-Flaschen. Ein Ablagefach für den Schlüssel übrigens, das ist der neue Schlüssel. Ein bisschen gummierte Oberfläche, Hochglanz-Schwarz hier hinten. Schaut ganz nett aus. Dann haben wir noch eine Armauflage, verschiebbar und in der Höhe arretierbar. Und darunter ist ein kleines Ablagefach. So, das wäre es von innen. Ach ja, natürlich, ganz wichtig, Materialien. Sehr gut, wirklich schön aufgeschirmt, haben eine schöne Struktur. Und hier hat man so einen Textilstoff drüber gezogen, den finde ich auch sehr schön. Auch die Leiste ist hier tatsächlich mit so ein bisschen Struktur. Haben die Skoda-Leute sehr gut gemacht. Es gibt übrigens jetzt ein Head-Up-Display, was in die Windschutzscheibe projiziert, auch dafür Daumen nach oben. Kleiner Nachteil, und den muss ich jetzt leider doch nochmal erwähnen, wir haben auch hier oben alles auf Touch gemacht, Beleuchtung und so weiter, und leider auch eine Touch-Bedienung für unser Panoramadach. Ich persönlich bin jetzt nicht so der Freund von solchen Touch-Dingern, weil ich nie weiß, was er jetzt eigentlich macht und wie ich das stoppen soll. Finde ich doof, warum man da nicht einen normalen Schalter macht. Aber gut, ist auch so ein Thema. Jetzt aber Schluss mit Gemecker.
gehen wir auf die Straße, schauen uns an, was der Octavia da zu leisten imstande ist. Unter der Motorhaube hier im Skoda Octavia 2.0 TDI arbeitet natürlich, wie der Name schon sagt, ein Turbodiesel. Wir haben hier das Evo-Triebwerk, will heißen, es ist abgasgereinigt nach dem Twin-Dosing-Einspritzverfahren. Das heißt, es wird zweimal Harnstoff eingespritzt für besonders saubere Abgase. 150 PS leistet der Motor, 360 Newtonmeter Drehmoment hat er, ist hier gekoppelt an ein 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe. Das 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe sortiert die Gänge natürlich sehr schön flott und zügig, ohne Zugkraftunterbrechung, hat immer mal wieder so eine kleine Anfahrschwäche, die bleibt halt leider einfach typisch für Doppelkupplungsgetriebe. Beim Rangieren ärgert mich das immer wieder ein bisschen. Ansonsten läuft der Motor sehr ruhig. Er zieht gut durch, ist für 222 Stundenkilometer auf der Autobahn gut und in 8,8 Sekunden geht es auf Tempo 100. Beim Verbrauch liegt der Motor so rund 6 Liter, sage ich jetzt mal. Wenn man ihn zügig bewegt, wer ihn ruhig bewegt, der schafft auch eine lockere 4 Komma auf dem Bordcomputer. Mir persönlich gefällt er richtig, richtig gut. Passt auch hier optimal für sämtliche Einsatzzwecke, lange Strecken, Dienstwagenfahrer, aber auch für Familien ist der Motor ganz gut. Es gibt natürlich noch einen 1,5 TSI, es kommt ein 1,0 TSI. Alle mit Doppelkupplungsgetriebe bei den Benzinern, dann mit Mildhybrid, also 48 Volt Riemenstarter-Generator. Bei den Dieseln haben wir dann noch einen 2 Liter Diesel mit 110 PS und es kommt dann noch ein Plug-in-Hybrid mit 204 PS Systemleistung sowie der Skoda Octavia RS auch als Plug-in-Hybrid mit 245 PS Systemleistung. Ist das noch Kompaktklasse oder schon Mittelklasse? Ich würde sagen, das ist Mittelklasse, was der Octavia hier bietet. Die Platzverhältnisse haben wir gesehen, die sie so großzügig sind. Jetzt fällt auf, dass auch hier das Fahren schon gefühlt eine Klasse höher ist. Das zeigt sich in hervorragender Geräuschdämmung. Der Motor ist gut weggekapselt, man hört ihn noch so ein bisschen kernig. Das passt aber ganz gut. Leichte Vibrationen habe ich gelegentlich beim Beschleunigen im Gaspedal gefühlt. Na gut, das ist jetzt vielleicht noch nicht so optimal. Vielleicht ändert sich da noch was. Würde ich mir vielleicht noch wünschen. Aber der Motor ist wirklich sonst gut gedämmt. Der Windgeräusche sehr gut rausgefiltert. Also da hört man gar nichts. Das Fahrwerk wirklich fein, komfortabel mit den adaptiven Dämpfern. Wenn man das auf Komfort stellt, dann wiegt er einen wirklich wie in Abrahams Schoß. Das ist schon sehr fein, was die Federelemente hier zu leisten imstande sind. Und da würde ich jetzt auch sagen, das macht schon ordentlich Konkurrenz seinem Bruder Superb oder aber auch Konzernbruder, dem sogar dem Passat. Der Golf, wenn er das so gut hinkriegt, dann würde er auch den Passat fast obsolet machen. Ich finde, was Skoda hier auf die Beine gestellt hat mit dem Octavia, das ist nicht mehr Kompaktklasse. Auch die Assistenzsysteme funktionieren einwandfrei. Der Travel Assist hält die Spur, hält den Abstand, teilautonomes Fahren, wir können die Hand nur noch leicht anlegen, Tempolimits werden automatisch übernommen, wie beim Golf auch. Das ist schon sehr entspanntes Reisen, auch auf Langstrecke. Vor allem für Vertreter da draußen ist es super. Man sitzt im Auto, man kann sich einfach ein bisschen erholen. Die Geschäftstermine kann man dann wirklich entspannt anfahren und von einem Termin zum nächsten reisen oder aber eben als Familienvater die Familie unterbringen. Es ist für alle gesorgt hier an Platz, an Infotainment, an Stromversorgung. Das heißt, auch lange Reisen oder Urlaubsfahrten sind mit dem Octavia wirklich bestens möglich. Ende der Dienstfahrt im neuen Skoda Octavia Kombi 2.0 TDI First Edition. Langer Name. Dennoch, ganz klar, der Skoda Octavia ist wieder perfekter geworden. Er ist moderner geworden, er ist besser vernetzt, er hat super funktionierende Assistenzsysteme, er bietet enorm viel Platz, ist qualitativ besser geworden, optisch dynamischer geworden.
es gibt jetzt zwar nichts mehr, wo ich wirklich etwas finden würde, was mir negativ groß einfällt am Octavia. Der Golf kostet als 2.0 TDI DSG in der Style-Ausstattung über 35.000 Euro und der kostet in der Style-Ausführung mit 2.0 TDI und DSG 34.770 Euro. Das heißt, der Skoda ist sogar günstiger als der Golf, bietet mehr Platz und etwas wertigeres Ambiente, vielleicht sogar mit der besseren Bedienung. Tja, ich als Familienvater würde mich klar für den Octavia entscheiden. Jetzt seid ihr aber da draußen dran. Schreibt mir unten in die Kommentare, was ihr zu den zwei Autos denkt, was ihr zum neuen Skoda Octavia Kombi denkt. Ich freue mich schon drauf. Vergesst den Kanal nicht zu abonnieren. Vielen Dank an den Simon fürs Filmen. Und natürlich Kanal abonnieren, kommentieren. Und dann sehen wir uns auch bald, wenn die Abo-Glocke an ist. Tschüss und Servus, euer Ubi.